Hallo zusammen, hier ist wieder Ocella und schon wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video präsentieren. Mittlerweile sind es ja mittlerweile 2 Monate, als ich das letzte Collection-Update aufgenommen habe. Liegt so ein bisschen dran, weil mir Patch 9.2 dazwischen gekommen ist. Da gab es einiges zu collecten, einiges an Videos aufzunehmen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein, wo wir aktuell stehen. Heißt, da wir jetzt so ein bisschen länger das nicht gemacht haben, schauen wir uns als erstes die Mounts, Pets, Toys und so die Main Achievements, genau. Schauen wir uns diese Main Collector Sachen an und dann würde ich sagen, gehen wir in meine Tabelle, die ich ja sonst immer führe, beziehungsweise schauen wir mal so ein bisschen auf Data for Azeroth. Und natürlich im All the Things können wir auch noch ein bisschen reinschauen. Also als allererstes schauen wir einmal auf die Erfolge. Mittlerweile bin ich da schon relativ weit. Wie ihr seht, fehlen mir jetzt noch 37 Achievement Punkte. Das ist jetzt nicht so viel. Und die sind eigentlich relativ zentriert auf die Dungeon- und Schlachtzüge. Also ich kann euch mal zeigen, bei den hier Charakter-Achievements unten rechts seht ihr das, bin ich fertig. 26 von 26. Die Quest-Achievements habe ich auch alle fertig. Die Erkundungs-Achievements, da sind wir tatsächlich auch fertig. Spieler gegen Spieler habe ich auch alle fertig. Dungeon- und Schlachtzüge seht ihr, da sind die allermeisten. Und zwar sind es 30, 35, 36, also von den 37 Erfolgen, die mir fehlen, sind 36 Erfolge bei den Dungeon- und Schlachtzügen drin. Die sind halt alle hier unten in Shadowlands. Und das sind halt zum einen, wenn wir jetzt mal reingucken, noch die Castle Nathria-Erfolge, ne? Also ich brauche halt alle 10 Kills, weil den Content habe ich halt nicht geradet. Vielleicht baue ich da tatsächlich noch die nächste Zeit mal eine Gruppe auf und versuche das mal noch irgendwie hinzubekommen, mal gucken. Das sind halt allein 10 Achievement-Punkte plus das Meta-Achievement, ne, sind wir bei 11. Was mir dann noch fehlt, ist quasi hier die NAC-Achievements aus dem aktuellen Raid. Die muss ich jetzt halt noch machen. Das sind, glaube ich, auch nochmal... Wie viele Bosse sind das? Sind das 10 Bosse in dem Raid? Ich meine... Was sind es mehr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Es sind sogar 11, ne? Also sprich, sind es da auch nochmal... 11, 12 Achievement plus das Meta, ne, was es da halt gibt. Dann im HC-Raid war ich auch noch nicht, weil ich aktuell den Content auch nicht raide. Heißt, da sind es dann auch nochmal ein Achievement für HC und dann dementsprechend eins für Mythic und die Mythic-Bosse fehlen mir auch noch. Und das sind dann insgesamt 36 Erfolgspunkte, die mir fehlen. Heißt, ich muss einmal den aktuellen Raid im Mythic durch, dann einmal halt die NHC-Erfolge machen, was eigentlich relativ easy sein sollte und dann durch Castle Nathria. Und sonst fehlt mir nur noch ein Erfolg. Also Berufe habe ich auch soweit fertig, Ruf ist auch soweit fertig, Weltereignisse auch, Haustierkampf ist auch fertig und Sammlungen, ne, da ist halt unter Vorlagen doch das Raid-Set aus dem aktuellen Raid. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht großartig am Raiden aktuell. Und dementsprechend muss ich da halt irgendwie schauen, dass ich das Set noch fertig kriege. Aber ich werde das, denke ich mal, das LFR-Set farmen oder NHC, muss ich mal gucken. Ich habe jetzt 3 Teile aus dem, LFR, 4 aus dem NHC, 1 HC und 2 Mythic. Aber das sind halt, also zumindest HC und Mythic sind nicht aktiv da gefarmt, sondern das habe ich halt, da ich halt M Plus spiele, ne, und mir die Sachen über den Katalysator quasi umwandeln kann. Also vom Gear sieht es halbwegs okayisch aus, über M Plus kriege ich das Zeug so nach und nach zusammen. Gut, das ist eigentlich soweit das Achievement-Gedöns, sieht gut aus, ich muss halt die Raids noch abgrasen und dann sind wir zumindest bei den Erfolgen schon wieder relativ gut auf dem Stand. Dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter zu den anderen Collectibles. Und zwar fangen wir mit den Reittieren an. Im Moment bin ich bei 815. Fehlen tun mir jetzt hier unten, zumindest es werden angezeigt, nur noch 5. Und zwar ist es einmal das PvP-Reittier aus der aktuellen Season. Ich habe noch keine Arena gespielt, die Season. Und dementsprechend da auch noch nichts fürs Mount erspielt. Im Moment bin ich dran, dass ich jede Woche fürs Endgame quasi 4 Keys mache, also 4 Weekly Keys. Und die halt random durchhau und Ziel ist es halt, dass ich meine 4 Weekly Keys so lange mache, bis ich dementsprechend den 3K-Score habe. Da gibt es nämlich dann nochmal ein Achievement für, beziehungsweise kein Achievement, sondern eine Heldentat. Und dann gibt es noch eine weitere Heldentat, wenn man, glaube ich, die beiden Tazavesh-Instanzen beide 20 In-Time spielt. Das will ich noch machen, also so lange spiele ich jetzt quasi noch im Plus. Und sobald ich damit durch bin, werde ich das PvP-Mount angehen. Da wird dann kein im Plus mehr gespielt, sondern wird eine Arena bisschen hochgepusht. Da wird einmal das boshafte Kriegsquaker, oder wie der heißt, will ich mir den dann holen.
gleichzeitig gibt es dann das Horden-Pandor. Also wenn ich den einen, wenn ich das eine Mount habe, gibt es auch gleichzeitig das Horden-Pandor. Das hat wahrscheinlich dann irgendwie rote Federn, schätze ich jetzt einfach mal. Ist, glaube ich, auch ein Frosch, ne? Aber das wird mir hier als Allianzler quasi nicht angezeigt. Heißt, wenn ich mir den hole, habe ich zwei Mounts. Dann würde ich ganz gern wieder auf Gladi-Rating hochkommen, um mir auch das Mount zu holen. Das auch dieses Mount wird hier nicht angezeigt, weil das bei den Gladi-Mounts ja immer so ist, dass die nur angezeigt werden, wenn man sie quasi hat. Also wenn ich jetzt hier die an Gladiator eingibt. Okay, perfekt, da werden trotzdem alle angezeigt, aber da werden eigentlich nur, sind dann nur die Gladiator-Mounts drin, die man sich erspielt hat. Alle anderen, von den anderen Seasons werden ja nicht angezeigt, genau. Was ist dann sonst noch drin? Das hier ist, glaube ich, das Mount, das man kriegt, wenn man HC den Endboss killt, dann gibt es eine Quest. Da kann man das Mount kriegen. Bin aktuell nicht am Raiden, das werde ich mir, denke ich mal, irgendwann Ende vom Addon holen. Dann haben wir hier das Mythic Mount, da müsst ihr halt auch in den Raid rein, in dem Fall im Mythic Modus, das droppt halt dann auch vom Endboss, glaube ich. Und dann wahrscheinlich im Moment wieder 2 zu 100%iger Chance, aber das werde ich mir auch am Ende der Expansion holen. Dann haben wir hier noch einen Mount von der Protosynthese und beziehungsweise Protosynthesenschmiede. Das bekommt man über die Paragon-Kiste, die bin ich im Moment am Farmen. Ihr seht, ich habe hier den erleuchteten Ruf auf Ehrfürchtig und bin an der Paragon-Kiste aktuell dran. Und das sowohl mit dem Char als auch mit dem Twink. Also mein Twink ist mein Hunter, mit dem ich das parallel farm auf dem zweiten Account. Und der ist auch schon ein bisschen weiter. Warte mal, ich kann euch das mal schnell rüber switchen. Okay, das ist jetzt hier ein bisschen laggy. Seht ihr, der Hunter, der ist auch auf Ehrfürchtig und hat 8144, also mit dem bin ich schon ein bisschen weiter. Heißt, ich denke mal Ende der Woche oder frühestens Anfang nächste Woche müsste ich vielleicht sogar schon zwei Paragon-Kisten zusammenkriegen und dann mal gucken, vielleicht kriege ich den Plan raus, dann kann ich mir das Mount hier schon mal bauen. Da gibt es dann auch noch andere Sachen aus der Paragon-Kiste, ein bisschen T-Mog, eine Soul Shape gibt es da, glaube ich, noch raus und so. Also da bin ich auf jeden Fall dran, farm das aktuell mit zwei Chars. Und das letzte Mount, was hier noch fehlt, ist dann quasi hier das Mount, was über den Meta-Achievement aus dem Raid gibt, da muss ich halt in den Raid rein. Ne? Also das sind quasi die 5 Mounts, beziehungsweise 2 sind ja dann noch hidden, das Gladiator-Mount und das Horden-Mount, aber das kriegst du halt hier quasi mit oben drauf. Gut, soweit zu den Mounts, da ist es ehrlich gesagt nicht viel. Dann bei den Pets ist es nur das Murky-Pet, das kann man ja im Spiel nicht kriegen, das gab es ja damals zu BlizzCon 2005, heißt in-game, theoretisch bin ich, oder praktisch besser gesagt, bin ich fertig mit den Pets. Da haben wir tatsächlich 100%. Dann bei den Toys fehlen mir aktuell 5, wie ihr seht. Das sind 3 Toys, die es halt von diesem Sonnenwendfest gibt. Die sind ja neu drin und das Sonnenfest, Sonnenwendfest, das war ja noch nicht. Heißt, das kann ich erst kriegen in, weiß ich nicht, in 2 Monaten, oder? Ja, genau. Im Juni ist das Event das erste Mal wieder mit den neuen Toys. Und dann kann ich den Angriff nehmen. Dann ist noch ein Toy aus der Paragon-Kiste drin. Genau, das hatte ich vergessen. Das droppt da auch noch. Und ja, mal gucken. Vielleicht in ein paar Tagen, wenn ich die 2 Kisten aufmachen kann, vielleicht ist es mit dabei. Und dann haben wir das unerschöpfliche lila Feuerwerk. Das kann ich ja leider nicht mehr kriegen, weil das man damals über den Dings kriegen konnte. Über das TCG-Kartenspiel und das leider nicht mehr gibt. Genau, so viel dazu. Dann haben wir jetzt so die Main-Sachen durch. Dann würde ich mal sagen, schauen wir einmal auf hier Data for Azeroth. Und zwar habe ich die Seite schon offen. Ich habe ein bisschen Plätze gut gemacht. Und zwar bei diesem Komplizist-Score. Das ist ja der Score aus allen möglichen Sachen, die sich hier unten zusammensetzen. Ich weiß nicht, ob man das ganz sieht. Ja, so, ich denke mal, müsste es halbwegs passen. Oder warte mal, ich kann mal hier den Vollbildmodus aktivieren. Und da seht ihr schon, bin ich jetzt bei 7858 Punkten, bin da jetzt im Moment World 8, also ein paar Plätze hochgestiegen. Und ja, wir können jetzt auch hier mal reinklicken in den Score. Es ist, ach, okay, das war das Falsche. Okay, ich mach doch wieder den Dingsmodus aus. Halt, wir müssen einmal zurückgehen. Ja, hier sind wir. Ihr seht, jetzt bin ich hier in so einem Feld, wo relativ viele beieinander sticken. Also ich switch immer so zwischen Rang 8, 9 und 10. Ich bin jetzt noch nicht aktiv versuchen, da hoch zu pushen. Ne? Also ich mache immer noch die Geschichten, wo man für ein Ding relativ lang braucht. Ich könnte andere Sachen machen, die wesentlich schneller gehen. Zum Beispiel die Quests alle durchquesten. Ne? Das geht relativ schnell, bringen relativ viele Punkte. Aber ich will gerade so ein bisschen die Berufe fertig machen. Ne? Und da ist so ein bisschen mein Main-Fokus drauf. Das wurde jetzt so ein bisschen unterbrochen
durch den Patch, weil es dann natürlich einen Haufen Mounts, Pets, Toys und so gab. Also da habe ich jetzt ein bisschen weniger Berufe, Rezepte gefarmt, aber ich war relativ gut dabei. Ne? Wenn wir jetzt so allgemein gucken, ich bin bei den Achievements, gut, bin ich nur World 48. Bei mir backen irgendwie die Covenant-Erfolge so ein bisschen rum. Die werden ja nicht von den anderen Covenants richtig angerechnet. Das ist ein bisschen blöd. Und klar, mir fehlt einiges jetzt an den Raid-Achievements. Mount bin ich auf Platz 8. Bei den Pets bin ich quasi Platz 3. Toys bin ich auch Platz 3. Appearance bin ich Platz 48. Da fehlt mir noch einiges von den anderen Rüstungsklassen. Bei den Titeln bin ich auf Platz 17. Bei den Reputations bin ich auf Platz 1. Rezepte, da bin ich ja gerade hauptsächlich dran arbeiten, bin ich auf 63. Und Quests bin ich auf 141. Quests wird mir tatsächlich für den Completist-Score noch am meisten bringen. Da müsste ich einfach die Horden-Quests durchquesten. Das dauert zwar auch schon seine Zeit, aber das ist eine fixe Sache. Da hast du keine Drop-Chancen oder irgendwie so. Da musst du einfach die Quests machen. Und ja, ich glaube, sogar jede Quest bringt 10 Punkte hier. Also relativ viel. Wenn jetzt sieht, eine Appearance bringt einen Punkt. Und wenn du im Raid irgendwo ein Item gedroppt bekommst, hast einen Punkt. Wenn du eine Quest machst, hast du halt 10 Punkte. Gut, das ist soweit hier die Übersicht. Ich kann euch jetzt auch zeigen, was wir auch wie Plus gemacht haben. Das letzte Mal war es am 20.02. Das war, glaube ich, 3 Tage, bevor der Patch kam. Und jetzt sind wir am 24.04. Heißt, quasi ein bisschen mehr als 2 Monate war es jetzt her seit dem letzten Mal. Wir haben an diesen Completist-Score-Dingern, habe ich jetzt 18.000 Punkte plus gemacht. Das ist eigentlich relativ viel. Wenn ihr jetzt seht, der letzte Zeitraum war etwa einen Monat. Ne? Und da habe ich quasi 4.000 Punkte plus gemacht. Also jetzt in den 2 Monaten waren es 18.000 Punkte. Ist aber auch so, dass natürlich mit 9.2 relativ viele Collectibles reinkamen, die man gut farmen konnte. Und dann kommt natürlich einiges an Punkten hoch. Dann vom Score sind wir relativ gut runter auf 8. Ne? Wir waren jetzt auf Platz 21, 18, 14, 13. Jetzt bin ich quasi auf Platz 8. Dann Mounts. Hier waren wir stehen geblieben. Achievement Point habe ich 645 plus gemacht. Dann Mounts 34, dann Pet-Score sind 530. Pet-Score setzt sich so zusammen. Für jedes Pet gibt es Punkte. Ne? Und wenn du ein Pet auf 25 hast, kriegst du, glaube ich, 100 Punkte. Also für jedes Pet gibt es halt maximal 100 Punkte und ich habe die halt alle auf 25 gelevelt. Also müssten es 53 neue Pets sein und dementsprechend, ja genau, hier seht ihr, für die Pets gibt es 53 neue Pets habe ich plus gemacht und wenn du ja 25 auf blau hast, dann gibt es quasi nochmal jeweils 100 Punkte für den Pet-Score. Dann Toys habe ich 14 plus gemacht, Appearance sind 754. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Appearance gekriegt habe. Ich habe eigentlich keine Appearance gefarmt, aber wenn du teilweise Rezepte farmst, kriegst du die halt nebenbei. Dann Titel sind es 4, die ich plus gemacht habe. Reputation 1, das sind die Erleuchteten. Rezepte 186. Sind nicht viele Rezepte, ehrlich gesagt, dafür, dass ich Rezepte ganz gut nebenbei immer gefarmt habe. Aber es sind halt hauptsächlich schwere Rezepte gewesen, ne, die halt ätzend zu farmen waren. Werde ich euch nachher noch ein bisschen was mehr zeigen. Quests habe ich 288 plus gemacht. Das waren, glaube ich, auch viele Berufsquests, die ich tatsächlich erledigt habe. Und hier unten sind halt diese Sachen, die nicht für den Completist-Score mit reinzählen, wie zum Beispiel Pets, das ist ja oben schon dabei beim Pet-Score. Feast of Strengths und Legacy Achievements sind beides Heldentaten. Alls, ja, ich habe noch ein paar Alls nebenbei bei Pet Battle hochgezogen. Vorher war ich bei 32, jetzt bin ich bei 40 Max-Level-Chars. Beim Alls-Score ging natürlich auch nach oben. Und ehrenhafte Siege bzw. Honor-Level ist auch ein bisschen hochgegangen. Ich bin von 902 auf 908. Ich farme jetzt ehrlich gesagt keine Ehrenlevel mehr, aber ich brauche, glaube ich, ein bisschen T-Mog über PvP und deswegen habe ich noch ein bisschen was, ein bisschen im BG war ich unterwegs, aber nicht viel, wie ihr seht. Also 6 Ehrenlevel ist jetzt nicht die Welt. Ein paar ehrenhafte Siege haben wir auch plus gemacht. Hier unten habe ich auch noch die Geschichte von All the Things, wie viel wir da an Prozenten hatten. Da jetzt so ein Haufen Stuff dazu kam, habe ich tatsächlich eher Minusprozente gemacht. Ne? Wir hatten davor beim Druid noch 1368 Items gefehlt und jetzt fehlen mir 1745, das ist halt vieles Neues und overall ist es halt auch einiges Neues, 32.738 hatten mir gefehlt, jetzt fehlen mir 32.887, also eigentlich alles schlechter geworden, aber es kam halt so viel Stuff dazu, ne, dass selbst bei dem ganzen Zeug, was ich jetzt hier mehr gefarmt habe, ich trotzdem noch in der Miese bin quasi, aber das liegt auch hauptsächlich dran, dass in diesem komischen Katalysator so viel Zeug drin ist. Ich muss mal gucken, wo das jetzt drin ist. Hier ist es, glaube ich, Creation-Katalysator-Konsole. Seht ihr, das sind alleine
200 irgendwas Items drin, also das ist richtig viel Stuff. Und im neuen Zone ist auch ewig viel Zeug, ne? Also da ist einiges zu tun. Gut, ich würde sagen, was wir jetzt gucken, dass ich mal auf die Twinks gehe, dann zeige ich euch, was ich da gerade so ein bisschen im Rezepte farm. Ich glaube, das im All the Things jetzt durchzugehen, das macht wenig Sinn, weil ich da jetzt eigentlich nichts explizit im Moment am Farmen bin. Dann würde ich sagen, logge ich mal einmal um. Gut, jetzt bin ich auf meinen ersten Twink rüber geswitcht. Jetzt will ich euch mal ein bisschen zeigen, wo ich jetzt bei den Berufen gerade dran bin. Und zwar, ich habe ja hauptsächlich das 9.2 Zeug jetzt fertig gemacht oder halt abgehakt, ne? Und nebenbei jetzt schon immer daily meine Berufssachen mitgenommen. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir als erstes mal auf Schneider ein, was mir da noch fehlt. Und zwar seht ihr, ich brauche nur noch ein paar Sachen hier im Schneider. Unter anderem fehlt mir hier das Rudiment des Ursprungs noch. Da muss ich auf Court hier die Kampagne spielen. Und zwar Kampagnenabschnitt 4 ist das. Das Problem ist, ich habe bis Kampagnenabschnitt 3 habe ich es natürlich. Bloß für den vierten Abschnitt muss ich halt vorher einmal die Packkampagne spielen. Das sind, glaube ich, auch nochmal 8 oder 9 Kampagnen-Unterabschnitte. Wahrscheinlich wird das 5-6 Stunden dauern, dass ich von irgendeiner Covenant die Kampagne komplett durchspiele. Also zum Beispiel die Nightfee. Komplett die Nightfee-Kampagne. Und dann könnte ich erst diesen vierten Abschnitt machen. Habe ich mich bis jetzt noch ein bisschen drum gedrückt, sage ich euch ganz ehrlich. Werde ich aber demnächst mal noch machen. Genau, das fehlt mir bei Schneider noch in Shadowlands. Dann, ach, ich kann es eigentlich aufgeklappt lassen, ne? Das ist ja nicht so viel. Dann fehlt mir noch ein Muster hier. Das ist so ein Zylinder, der droppt von Weltkreaturen in Kataklysmen. Ich habe mal nachgeguckt, das Beste, wo du den farmen kannst, ist eigentlich bei den Worldbossen in Kataklysmen. Und ja, ich habe mal geschaut, einer meint, der hat so 2000 Mal diese Worldbosse gekillt. Also das ist so eine richtig rotzige Sache. Und diese Worldbosse, die haben eine sehr lange Spawnzeit, teilweise so 5 Stunden rum. Und ja, das ist ein absoluter Dreck zu farmen. Das ist so ein richtiger Dreck. Dann, was mir noch fehlt, sind hier zwei Sachen, die von den Seern sind, ne? Das Problem, was ich habe, ich bin bei dem Char, bei, jetzt schauen wir mal, hier, sieht sogar gut aus, ne? Wie ob ich jetzt krass was mit dem gemacht habe, aber der war bis, glaube ich, Wottel mein Main, deswegen hat er einiges hier an Ruffraktionen auch. Genau, hier die Aldo habe ich halt auf ehrfürchtig. Und ich müsste halt zu den Seern switchen. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass das eine ziemliche Rotze ist. Und da bin ich jetzt gerade noch mal überlegen, wie ich das so ein bisschen angehen werde. Das Ding ist, es gibt halt auch Rezepte auf der, ich kann es euch vielleicht mal zeigen. Ups, das wollte ich nicht klicken. Auf der Hordenseite, die man halt mit dem Ali nicht kriegen kann. Und ich will ja alle Rezepte holen, ne? Nicht nur quasi, was ich auf dem Char hier holen kann, sondern halt insgesamt, ne? Wir können jetzt mal reingehen, Berufe und dann, wo ist es? Jetzt sehe ich es gerade nicht. Schneider, ganz unten ist es. Da sind nämlich noch ein paar Rezepte drin, zum Beispiel hier in Wottel, ne? Also Red of the Lich King ist jetzt hier gar nicht drin. Und das sind zum Beispiel hier Hordenrezepte. Unten rechts steht es, nur Horde, nur Horde, nur Horde, nur Horde. Und ich bin am Überlegen, ob ich dann diese zwei Rezepte, wenn ich eh mit einem Hordenschar mir nochmal Schneider erstellen muss, ob ich die einfach mit einem Hordler hole. Weil die Geschichte ist, mit einem Char, der null Ruf bei beiden Fraktionen hat, sich die Aldor oder die Seher hochzumachen, ist eine Sache von einer Viertelstunde oder nicht mal 10 Minuten. Du gehst ins Auktionshaus, kaufst dir diese Mal von Sargeras oder wie die Dinger heißen oder diese Ringe bei den Sehern und kaufst dir das Ding hoch. Also ich habe das schon mit ein paar Chars gemacht. Die Dinger sind auf jedem Server zuhauf drin, günstig. Tust du da 20.000 Gold mal investieren, haust die Fraktion hoch, fertig. Wenn du auf einer Fraktion auf ehrfürchtig bist und zur anderen willst, dann farmst du, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber 50 Stunden pures Farm ist es bestimmt, ne? Was du Zeug farmen musst, dass du es von einer zur anderen Fraktion rüberkriegst. Oder du kaufst dir das Zeug im AH, auf den meisten Servern ist nicht die Anzahl drin und dann zahlst du bestimmt über 1 Million Gold, wenn nicht mehr, für die Mats. Also das ist eine der ätzenden Sachen, deswegen bin ich echt überlegen, ob ich das dann einfach mit dem Hordenschar mache und mir echt einige spare, weil da habe ich halt wenig Bock drauf. Dann habe ich hier noch Handschuhe, die ich in Sunville brauche, ne, das ist auch in BC. Die sind mir, lustigerweise, letztes Mal war ich mit meinem Shami in Sunville drin. Der braucht nämlich auch noch ein paar Juwelsachen da tatsächlich. Und was droppt? Genau diese Handschuhe sind gedroppt. Und ich dachte mir, warum bin ich jetzt nicht mit dem Hexer drin, ne? Aber gut, also das Sunville-Rezepte-Farm ist halt immer eine ätzende Sache. Und dann fehlen mir noch zwei Weltkreaturen, Beutegeschichte aus Classic. Das kannst du fast nicht farmen, da musst halt hoffen, dass das mal am AH ist. Ich bin hier auf dem Lowpop-Server
Und die Rezepte sind halt nie drin, ne? Also das ist halt, ne, hier ist es auch gerade wieder nicht drin, sind Kochrezepte drin, aber die habe ich mit dem Main tatsächlich schon. Also das ist halt leider RIP. Wahrscheinlich muss ich die Rezepte auf einem anderen Server kaufen, auf Antonius oder Blackmore, und werde dann den Char rüber transferieren und die da kaufen. Oder ich werde halt schauen, dass ich dementsprechend das vielleicht auch auf dem Hordenschar kaufe, auf Erida will ich das dann machen, und dann werden wir sehen. Genau. Also das ist das, was mit Schneider quasi offen ist. Und achso, dann, was man immer noch gucken muss, es gibt sowohl in Kultiras als auch in der Verheerten Küste gibt es noch diese Rang 3 Rezepte, ne? Und da habe ich tatsächlich jetzt hier mit dem Schneider in Kultiras, wie ihr seht, habe ich alles, ne? Und in Verheerte Insel, da habe ich auch alles bis auf eins. Und zwar ist das eins, was man im RBG kriegt. Und das kann man nicht mehr kriegen anscheinend. Ich habe das jetzt mal nachgeschaut. Mehrere Seiten listen das als unobtainable. Das kriegst du nicht mehr. Das ist auch das einzige Lederrezept, was mir noch fehlt. Also Lederer und Schmied habe ich mit Main ja 100% abgeschlossen. Außer die Hordensachen, die fehlen mir noch. Aber sonst habe ich alles, was man mit dem Lederer und Schmied kriegen kann. Genau. Gut, das so viel dazu. Dann können wir jetzt noch einmal bei Dings reinschauen. Bei VZ. Und zwar bei VZ, seht ihr, ist relativ easy. Da fehlt mir jetzt ein Rezept noch. Und das ist von Weltkreaturen. Das kannst du auch im AH kaufen. Classic-Rezept. Ist halt das ähnliche wie dem Schneider-Ding. Ist halt hier einfach auf dem Server nie drin. Ich habe mal für die Schneider-Sachen reingeguckt. Das letzte Mal war das Rezept vor 2 Jahren hier auf dem Server. Vor 2 Jahren. Das kann ich gar nicht mehr erzählen. Naja gut, sei es drum. So viel dazu. Hier sind halt auch Rang 3 Sachen. In Kultiras seht ihr, die Rang 3 Sachen habe ich alle. Und das war teilweise ein ziemliches Gehassel, weil ich musste sehr viele von den Fraktionen aus Dings hier hochspielen. Aus BFA tatsächlich noch. Bei dem Char weniger, aber ich habe zum Beispiel bei meinem Priester, bei meinem Shami und bei meinem Worry, die ganzen Faktoren auf Ehrfürchtig hochgegrindet in BFA, also von quasi 0 auf Max. Bin noch nicht bei allen ganz oben, aber das werde ich euch halt auch noch zeigen, genau. Also hier aus Kultiras habe ich die ganzen Sachen fertig. Und jetzt in der Verheerten Küste fehlt mir noch ein bisschen was. Ich brauche unter anderem hier aus World of the Warden immer noch das eine Ding, das mache ich jede Woche seit ein paar Monaten. Und das hier ist einmal aus dem Smaragdgrünen Albtraum noch ein Rezept. Das waren ursprünglich 3. Ich laufe jede Woche NHC, HC, Mythic und LFR. Und ja, 2 oder 3 andere Rezepte habe ich jetzt gekriegt. Das fehlt mir immer noch von Urzok. Und dann habe ich jetzt nur eins, was hier aus einer abgesandten Quest rauskommt von den Valachar. Sonst habe ich da eigentlich auch alles. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier im Dings gucken, im All the Things, dann wird da noch mehr drin sein, weil da wahrscheinlich dann wieder irgendwelche Rezepte sind, die man nur mit der Horde kriegt. Hier sind jetzt noch 10 angezeigt. Naja, seht ihr hier nur Horde, nur Horde, nur Horde, nur Horde und auch nur Horde, also die ganzen aus Kultiras, das sind nur Horde-Sachen und da muss man halt immer gucken, ne, also da muss ich dann auch nochmal einen Hordenchar erstellen, hier, das hier ist zum Beispiel auch nur Horde und da muss man mal gucken, also nur wenn ich hier alles habe, heißt nicht, dass es insgesamt alles fertig ist, sondern dann sind es auch teilweise noch von anderen, von einer anderen Fraktion quasi. Genau, das ist soweit hier das Zeug, ich würde sagen, wir locken mal weiter, dann zeige ich euch die anderen Klassen beziehungsweise anderen Berufen noch. Achso, eins wollte ich noch sagen, was sehr nice ist, was ich jetzt endlich gekriegt habe, was ich auch noch bei VZ gefarmt habe. Also mir haben sehr lange hier 2 Rezepte gefehlt. Eins war aus Akku, beziehungsweise aus Akku 20 und 40 konnte das von jedem Boss droppen. Und ich habe Akku 20, wusste ich irgendwie auch nicht so, dass man das wirklich jeden Tag machen kann. Also es hat einen Daily Lockout. Und ich habe seit, glaube ich, 3 oder 4 Monaten jeden Tag komplett Akku 20 geklärt, ne? Und ich habe jetzt, glaube ich, 300, 400... oder noch mehr Boss-Tries auf so ein Rezept gehabt. Schatten, oder war das Frostmacht? Also da gibt es Frostmacht, Feuermacht, Schattenmacht. Ich glaube, Schattenmacht hat mir gefehlt. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr welches. Und die anderen sind mir x-mal in der Zeit gedroppt und dann habe ich es vorgestern endlich gekriegt. Also das ist so ein Rotz, ne, gewesen. Gut, dass ich das jetzt zum Glück endlich weg habe. Gut, jetzt locken wir noch um auf die anderen. Beauty, dann sind wir als nächstes auf meinen Inschriftenkunde-Char. Und zwar, bei dem bin ich auch schon relativ weit. Ich kann euch mal zeigen, was mir noch fehlt. Jetzt sind es hier noch ein paar Geschichten aus BFA, wie ihr seht. Ich brauche einmal noch die Vantus-Rune aus BFA. Die kriege ich halt aus Nyalotha, der erwachten Stadt. Da müsste ich halt reingehen und bei jedem Boss besteht quasi eine Chance, dass sie droppt, ne? Das ist zum einen das Ding. Dann fehlen mir hier noch
Glyphen. Das eine droppt zum Beispiel bei Asharas Glanz im ewigen Palast. Das ist einfach eine Raid-Instanz. Dann brauche ich bei den Vorräten der Ankuana, das ist die Paragon-Kiste der Ankuana, ein Rezept. Und da seht ihr schon, dass ich gut was hochgefarmt habe. Moment, switchen wir hier rüber. Ich habe hier die verschiedenen Fraktionen aus BFA hochgefarmt. Zum Beispiel die 7. Legion mit Ehrfürchtig, Abkommen von Uldum habe ich respektvoll gefarmt, weil ich da den Ruf brauchte. Ankuana, seht ihr, ich habe da auch schon hochgefarmt bis zur Paragon-Kiste. 4.000 Ruf, so im Dreh rum, fehlen mir noch, um dementsprechend da die Kiste zu kriegen. Und die anderen Fraktionen, ne, seht ihr auch, da bin ich auf dem Weg nach Ehrfürchtig quasi, um mir auch einfach das Temok zu kaufen. Ne? Also wenn ich habe halt auf respektvoll das meiste an Glyphen und Rezepten gekriegt, aber wenn ich die halt eh schon auf respektvoll hau ich die jetzt auf Ehrfürchtig, wenn es da auch noch Temok gibt, genau. Aber zumindest bei den Ankuanern sind wir bei der Paragon-Kiste. Und bei der Sturmwacht auch, denn hier ist auch noch ein anderes Ding drin. Und zwar hier, das kriege ich aus den Vorräten der Sturmwacht. Also auch da muss ich die Paragon-Kiste hochhauen. Und es gab noch ein drittes Rezept, und zwar von der 7. Legion aus der Paragon-Kiste. Da habe ich aber schon eine aufgemacht und gleich bei der ersten Kiste das Rezept drin gehabt. Ich hoffe jetzt mal, dass es bei den anderen beiden, also bei den Ankuanern und bei der Sturmwacht genauso ist, dass ich eine Kiste aufmache und das Ding drin habe. Wenn es eine beschissene Sache wird und ich ewig diese Kisten farmen muss, naja, dann wird es halt ein bisschen ätzender. Und also die andere Glyphe, die ich jetzt übergangen habe, die droppt halt aus der Schlacht von Dazar Alor und das droppt von Jaina Prachtmeer. Ich habe heute den Raid im NHC, im HC und im Mythic durchgelaufen und habe leider das Rezept nicht gekriegt. Und mir fehlen auch noch Upgrade-Sachen für Wandsgrün, das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Hier unten ist übrigens noch das Lied der Horde, das kann ich aber auf einem Alichar nicht kriegen. Keine Ahnung, warum das hier angezeigt wird. Das musst du, glaube ich, irgendwo in Ogrimmar oder irgendwo auch in der Hordenhauptstadt von dem NPC einfach kaufen. Aber das kann ich halt als Ali nicht, deswegen keine Ahnung, warum das da jetzt drin ist. Das muss ich auf jeden Fall mit dem Hordler holen. Ne? Aber ihr seht, hier ist es nicht mehr sonderlich viel. Mir fehlen aber tatsächlich noch so Rang 3 Sachen. Und zwar, wenn wir hier runter scrollen, ist es halt im ewigen Palast, ne, der Rang 3 der Vantus-Rune. Da sah Alor, Rang 3 Vantus-Rune. Wie gesagt, ich habe heute, ich glaube, es sind es 9 Bosse, genau. Ich habe heute 9 Bosse im NHC, 9 Bosse im HC und 8 Bosse im Mythic gelegt, weil Mythic Jaina mit Randoms war leider nicht so erfreulich, aber gut, reden wir nicht drüber. Auf jeden Fall, ich habe heute einige Bosse gekillt, keinen einzigen Vantus-Rune-Upgrade gekriegt. Tegel war ich heute auch drin, habe zumindest Rang 1 gekriegt. Da brauche ich noch Rang 2 und 3. Die scheinen sehr beschissen zu droppen. Ich habe auf WoW Head gelesen, dass irgendeiner, glaube ich, 5 Monate lang jede Schwierigkeitsstufe von dem ewigen Palast gemacht hat, bis er seinen Rang 3 bekommen hat. Also das müssen viele Bosskills gewesen sein. Ja, zumindest bei Uldi habe ich da schon den Rang 3. Also das wird nochmal eine beschissenere Sache. Deswegen meine ich ja, teilweise 99% der Rezepte zu kriegen, ist leichter als das letzte 1%, weil das letzte 1% sind die richtig beschissenen Sachen, ja. Das ist leider immer so. Genau, also hier sind es halt noch diese Vantus-Runen und in der verheerten Küste sieht es halt ähnlich aus und zwar sind es da auch Vantus-Runen-Gedönse. Und da fehlen mir jetzt noch 2 Rang 3 Sachen. Hier ist es aber so, dass du Rang 1 und 2 von den Bossen kriegst und die droppen tatsächlich relativ gut. Rang 3 bekommst du immer durch andere Sachen. Und zwar hier den Rang 3 von der Gul'dan-Vantus-Rune, die kriegst du einfach von der Quest in Dalaran. Diese Quest bekommst du aber erst, wenn du alle anderen Dinger, bis auf das hier, auf Rang 3 abgegradet hast. Ne? Also das ist so der Endboss quasi. Und mir fehlt jetzt nur noch ein einziges, das ist von dem Arbeitsauftrag. Ja gut, der Arbeitsauftrag war seit 4 Monaten nicht mehr am Start. Ich schaue jeden Tag mit diesem Befehl ATTWQ, ne? Da kann man ja immer scannen, was täglich quasi so an Sachen ab ist. Zum Beispiel hier, vielleicht wäre jetzt lustig, wenn... Ernst? Das kann ich mir nicht erzählen. Das kann ich mir nicht erzählen, dass jetzt dieser Arbeitsauftrag drin ist, wenn ich euch zeige, dass das seit 4 Monaten nicht war. Okay, das machen wir nachher auf jeden Fall. Perfekt. Ah, da ist er. Gut. Verbleibende Zeit, 19 Stunden, 23 Minuten, den muss ich auf jeden Fall noch machen. Ah ja, was ein Zufall. Endlich ist er da. Ohne Scheiß, seit 4 Monaten, ich gucke jeden Tag, ne? Aber der muss anscheinend jetzt vorher reingeswitcht sein. Ich habe das heute Nachmittag gemacht und jetzt ist er schon ein bisschen später abends. Perfekt, okay, den werden wir uns nachher holen. Dann sind wir da mit den Vantus-Runen hoffentlich auch fertig, weil wenn ich den hier geholt habe, dann kriege ich die Quest von Gul'dan und müsste auch fertig sein. Gut, was ich eigentlich sagen wollte,
die meisten Rang 3 Sachen waren relativ simpel, ne? Da musste man einen World Boss oder sowas töten, die rotieren ja auch durch, das sind x Dinge, also muss man auch ein bisschen warten. Und zwei Sachen waren im Speziellen kacke. Eine Geschichte war halt beschissen, weil du Archäologie machen musstest, da habe ich ein paar Stunden Archäologie gemacht, das ging, dass ich Rang 3 krieg, und ein Zeug hat mich ewig gedauert, und zwar bei einem musstest du Nasuna angeln. Und das ist jetzt ungelogen, ich habe bestimmt 20 Stunden für dieses eine Rezept angeln müssen, ne? Ich hatte tausende von diesen Kackfischen geangelt, also von, habe ich noch welche im Inventar, hier seht ihr, habe ich noch ein paar, habe ich nur 200 von dem Inventar, hier auch noch ein paar. Ich habe auf meinem Verkaufschar, dem Hexer, habe ich ein paar tausend von den Viechern im Auktionshaus, die will natürlich keiner, aber ich versuche es zumindest zu verkaufen. Also es hat so lange gedauert, das zu angeln, und jetzt bin ich echt froh, dass ich damit dann endlich fertig bin. Ich glaube, sonst fehlt mir noch hier der Kodex des ruhigen Gemüts, der kann halt von allen Dungeon-Bossen in Legion droppen und von diesen abgesandten Quests. Aber das soll auch saumäßig selten sein, das Ding. Da muss ich mal gucken, genau. Also die sind es noch. Pavantus-Runen, der Gemüt und die Sachen. Also das ist relativ übersichtlich. Gut, dann würde ich sagen, switch wir zum nächsten Char. Ich mache jetzt mal zwischendrin die Quest noch, würde ich sagen. Nicht, dass ich die vergesse und wieder für Monate warten muss. So, da, komm, das packen wir jetzt hier noch ins Video mit rein. Ich war gerade in Val'Sharah und habe mir die letzte von den Dings geholt, was ich gerade gesagt hatte. Warte, wo haben wir es? Halt, falsche Expansion. Hier. Ne? Die letzte Vantus-Rune. Und jetzt fehlt mir nur noch die eine. Und jetzt kriege ich quasi hier bei Khadgar in Legion Dalaran einfach die Quest, die heißt Vantus-Meisterschaft. Kann ich abgeben. Und ich kriege quasi die letzte Vantus-Rune von Gul'dan. Aber ihr müsst euch mal überlegen. Also, ne, ich will jetzt es nicht hier komisch darstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, als der Content aktuell war, dass da jemand diese komplette Scheiße gemacht hat für diese ganzen Vantus-Runen und die Vantus-Rune von Gul'dan in Rang 30 easy geholt hat. Das wäre 0,0 irgendwas Prozent der Leute gemacht haben. Also keiner angelt da irgendwie 20 Stunden, macht Archäologie und diese ganze andere Kacke. Also da war ja noch ein Haufen anderes Zeug oder wartet 4 Monate, bis die richtige World Quest am Start ist. Also keine Ahnung. Das ist ein richtiges Shit-System von Blizzard. Aber gut, für Collector, ne, hast du auf jeden Fall was zu tun. Gut, jetzt bin ich nochmal auf den Magier weiter geswitcht. Und mit dem habe ich Alchi. Da habe ich jetzt erst letztens angefangen, tatsächlich ein bisschen mit Alchi das weiterzumachen. Und zwar können wir mal reinschauen, was mir hier noch fehlt. Ist auch nicht mehr so viel tatsächlich. Mir fehlen hauptsächlich noch hier in Kultiras, wie ihr seht, einmal diese ganzen Alchi-Steine. Da ist so ein bisschen das Problem, du brauchst diese Raid-Materialien. Ne? Du brauchst Blutzellen, du brauchst hier Atem von Bonsandi und so ein Gedönse, dass du das Zeug einmal herstellen kannst. Also ich brauche diese ganzen Raid-Materialien. Was ich schon gemacht habe, ich habe diese Quest freigeschalten. Seht ihr, also in den ersten beiden Raid-Contents war es halt so, dass man diese Mats brauchte, und in den hinteren beiden war es so, da musste man Quests machen, um so komische Teile freizuschalten. Absyal-Splitter, da hat man so ein Dings freigeschalten, wo man dann einfach die Sachen craften konnte, ne? wenn man die höheren Ränge. Und da muss ich halt einfach jetzt durch diese ganzen Raids, wenn dann die Mats sammeln oder die Splitter sammeln oder fetzen, ne, für die Upgrade-Items, und dann kann man das alles bauen. Das ist halt ein bisschen Raid durchgelaufe. Dann habe ich hier in Cataclysm die Fiole der Sande. Das ist quasi über Archäologie ein Teil. Da kriegst du aus der Fraktion aus Uldum, wenn du Archäologie machst, das raus. Deswegen bin ich jetzt hier auch gerade in Legion, weil hier kann man ganz gut Archäologie in einer Zone machen, und wenn man das macht, dann kann man quasi Relikte in so Kisten umwandeln, und die Kisten kann man dann wiederum kaufen, und ich glaube Ramkahen heißt die Fraktion, wo man dementsprechend die Fiole der Sande rauskriegen kann. Aber das wird eine richtig langwierige Angelegenheit, das Rezept da zu kriegen. Dann fehlen mir hier in der Scherbenwelt noch einige Rezepte, die ich über der Forschung rauskriege. Und es sind gar nicht mehr so viele. Es sind ewig viele Rezepte, die man über quasi so einen Proc bekommt. Ihr seht schon, ich habe auch einige von den Tränken hier schon rein. Ich habe heute Nachmittag auch wieder, weiß ich nicht, ein paar hundert Tränke hergestellt. Ich kann euch mal hier zeigen, wahrscheinlich kommt bei der Post. Ja. Seht ihr das? Das sind alles mögliche Tränke, die ich hergestellt habe. Ich habe die versucht, immer hart zu verkaufen. Natürlich kauft so ein Ramsch keiner, aber ich dachte mir, komm, probierst es mal. Ich habe da schon ein paar hunderttausend Gold rein versenkt, weil die Mats blöderweise auf meinem Lowpop-Server hier auch kaum drin sind. Also sowohl die Burning Crusade Mats als auch in Legion brauche ich auch noch ein bisschen was, werde ich euch aber gleich noch zeigen. Und ja, das ist halt einfach
A, teuer und B, muss ich halt immer warten, bis wieder Mats drin sind. Ich habe eigentlich den kompletten Server mal leer gekauft. Und dann sind die, gehen die Preise nicht gerade runter, sagen wir es mal so. Aber ja, da muss ich halt schauen, dass ich die Procs kriege. Genau, das sind, glaube ich, das ist ein Proc. Das sind auch alles Proc-Sachen. Und das hier ist halt wieder so eine Seher-Geschichte, ne? Und ich habe halt die Problematik, dass ich bei dem, glaube ich, auch bei den Aldor bin. Ja, zwar nicht ehrfürchtig, aber diesen Seher sind ja trotzdem hasserfüllt. Und ich glaube, es gibt auch wieder Hordenrezepte, die ich brauche bei Alchi. Und da bin ich dann halt auch überlegen, ob ich das dann mal gucken, ob ich irgendeinen Hordenschar finde, der, wenn er bei den Seher ist und oder einfach gar keine Fraktion da gewählt hat, ne? Ob ich das dann auch einfach auf dem mache. Jetzt muss ich mal gucken. Berufe. Alchi. Da ist sogar noch eine Ali-Quest, die ich brauche. Da noch irgendwo ein Hordending drin ist. Gar nicht, oder? Bin nicht sicher. Anscheinend ist da nichts, was ich von der Horde brauche. Muss ich mir vielleicht doch überlegen. Wenn ich keinen Hordenschar brauche, vielleicht farme ich das dann sogar mit dem um. Muss ich mal gucken. Genau. Und dann habe ich hier noch ein World Drop Classic, ne? Das ist halt auch wieder so eine Sache, die ewig selten im Auktionshaus ist. Die wird wahrscheinlich hier auch nicht drin sein. Ihr seht, ich habe mir die Kräuter hier schon eingespeichert. Und diese... halt, stopp. Warte mal, jetzt gucken wir erstmal wegen dem Rezept. Aber das ist bestimmt nicht drin. Alchi. Ne, ist nicht drin. Wenn ich jetzt hier gucke, ich habe mir die ganzen Dinge eingespeichert. Hier, nicht verfügbar, nicht verfügbar, nicht verfügbar. Ich habe einen kompletten AH leer gekauft. Und ich habe hier auch noch einige Materialien aus Dings drin. Aus Legion, denn auch in Legion brauche ich noch ein bisschen was, aber das ist bei nicht erlernt, ist das nicht drin, sondern wenn ich jetzt hier reingehe, dann, Moment, machen wir erstmal die Legion-Sachen, dann sind es hier so Rang 3-Geschichten, ne, und ich, das ist halt auch übelst teuer, die ganzen Rang 3-Sachen, die kriegt man halt alle immer über eine Entdeckung, und da brauche ich halt noch ein paar Entdeckungssachen. Das Blöde ist, brauchst hier teilweise auch Blut von Sargeras, und naja, das ist immer ein bisschen blöd an sich. Ja, aber hier ist es nicht so, dass ich ein Random-Dings craften muss, sondern da muss ich immer die Sachen craften, wo es dann halt den jeweiligen Rang kriegt. Und bei den Flasks wird es halt relativ teuer, weil du sehr viele Mats brauchst. Und es hat halt auch eine beschissene Chance. Da kannst du teilweise hunderte von den Dingern herstellen und kriegst es halt einfach nicht. Ne? Und hier jetzt bei dem Kessel wird es halt dreimal teuer, weil ich dann 5 von jeder Flask brauche. Und ihr seht schon, die Preise hier für eine Flask auf dem Server sind bei 3000 Gold bei einer teilweise. Ne? Also hier bei der, bei diesem Int-Ding. Also das wird dann ziemlich teuer. Und die Mats sind auch sau teuer. Und ich habe auch den kompletten Haar leer gekauft, blöderweise. Und es ist halt nichts mehr drin. Ja, also da brauche ich halt auch noch ein paar Rang 3. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger sind es noch. Aber das sind halt nicht gerade die günstigen. Genau. Gut, das ist soweit Alchi. Dann kann ich euch jetzt noch meinen Juve-Chart zeigen. Ich glaube, Inji zeige ich nicht, da habe ich nämlich noch kaum was gemacht. Beim Juve fehlt mir auch noch einiges, aber ich kann zumindest euch schon mal zeigen, was ich da an Marken gefarmt habe. Jetzt locken wir hier nochmal um. Gut, dann bin ich jetzt auf meinen Juve-Char rüber geswappt. Und zwar fehlt mir hier noch ziemlich viel tatsächlich. Ich kann euch jetzt mal einen groben Überblick zeigen. Ich habe eigentlich jetzt so aufgehört, also aktuell bin ich eigentlich bei dem Alchi-Char dran. Bei dem Juve-Char bin ich nur jeden Tag quasi die Juve-Daily am Machen. Hat den Hintergrund, es gibt zwei Systeme, einmal in Cataclysm und einmal in Wrath of the Lich King. Da brauchst du hier dieses Symbol des erhabenen Juweliers oder hier Juweliersymbol von Dalaran. Und damit kannst du Rezepte kaufen und du brauchst halt sehr, sehr viele. Und ihr seht, ich habe jetzt hier zum Beispiel 180, beziehungsweise ich farm das mit zwei Chars, einmal mit dem Krieger und einmal mit dem Shami. Ich habe das ein bisschen aufgesplittet und zusammen habe ich jetzt hier 317 und mit dem anderen habe ich hier auch 317, ne? Also ihr seht, da bin ich schon eine Weile dran und kannst jeden Tag ein Symbol holen. Also ja, da bin ich schon einige Monate die Dinger am Farmen. Du brauchst aber auch ein paar hundert von denen. Ich glaube, ich muss es mir nochmal zusammenrechnen, aber ich glaube, von einem von beiden brauche ich sogar 600 von den Teilen. Also wenn du es mit einem Char machen würdest, bräuchtest du 2 Jahre jeden Tag eine Daily machen. Ich mache es jetzt zum Glück mit 2 Chars, ne? Dann dauert es halt nur noch 1 Jahr, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also da bin ich schon eine ganze Weile dran tatsächlich. Ich kann euch zeigen, was mir jetzt hier zum Beispiel noch fehlt. Also jetzt zum Beispiel hier in den Schattenlanden, da muss ich sowohl noch die Essenz hier aus Cortia holen, ne? Das ist halt wieder das Problem. Da muss ich halt die Pack-Kampagne mit dem Shami komplett durchspielen.
wäre jetzt auch nicht zu schade drum, kriege ich halt nochmal von irgendwo Kettentransmog. Wenn ich zum Beispiel Nightfee jetzt durchspiele, würde ich halt das Pack Kettentransmog kriegen. Dauert aber halt wahrscheinlich wieder 5 Stunden oder so, bis man die komplette Pack-Kampagne durchspielt und dann halt die Kampagne 4 in Cortia für das Ding. Vielleicht, naja, das ist halt dann einiges. Und das Rudiment, gut, da müsste ich halt die Kampagne in Ding weiterspielen in Ceramortis, ne, da habe ich wahrscheinlich jetzt auf 3 von 7, das müsste ich dann halt irgendwann auch mal machen. Das ist halt die Geschichte. Dann in Kultiras, ihr seht das, hier ist es die gleiche Sache wie bei der Magier auch, wie es eigentlich bei allen Chars ist. Müsste ich halt die Blutzellen farmen, Breath of Bonsandi, und hier ist es dann halt wieder diese Geschichte in dem Ashara Raid, beziehungsweise in Nyalota, ne? Da müsste ich halt erstmal diesen Tigel oder wie das Ding heißt, freischalten und so. Und ja, das ist der Stuff. Da ist übrigens das Ding zum Freischalten, ne? Und das ist die Questreihe, wo man sein Special Item herstellen kann. Da müsste ich einfach die Questreihe spielen. Das ist eigentlich gesagt nicht so ein Ding. Da muss ich halt sehr, sehr viel questen dafür. Da musst du erstmal den Legendary-Umhang dir freispielen. Das habe ich letztens mit dem Priester Mage gemacht. Da bist du auch schon ein bisschen dran, den Legendary-Umhang freizuspielen. Und dann kannst du quasi den Lernfokus holen. Und mittels des Lernfokus kannst du dann die anderen Teile hier craften. Genau. Dann den Draenor brauche ich noch aus dem Tannan-Dschungel. Das sind, glaube ich, alles so Drops. Da steht sogar eine Deckung dran. Questing Zone Tannan-Dschungel. Also irgendwie kriege ich das anscheinend aus einer Deckung. Also ich habe ehrlich gesagt mich da noch nicht informiert. Keine Ahnung, wo ich die herkriege. Ich meine, aus dem Tannan-Dschungel konntest du irgendwie so Sachen looten, aber hier steht eine Deckung dran. Da muss ich mal nochmal gucken. Dann im MOP. Das sind lauter Sachen, wie ihr hier seht, lauter Sockelsachen. Die kriegt man auch, die kriegt man alle aus dem Tal der ewigen Blüten, und zwar uralte Gon-Leitruhe. Das sind, glaube ich, diese, du kannst da so Schlüssel holen in der Zone, können die random droppen, und dann gibt es in so einem Gewölbe, kannst du so Kisten aufmachen. Ich meine, das ist einmal hier, da unten, die Höhle, das heißt Gon-Lei-Hallen, da sind so Truhen drin und da kannst du die aufmachen. Ich habe keine Ahnung, wie gut die droppen. Wahrscheinlich eher bescheiden, wie alles bei Berufen, droppt meistens immer bescheidenes Zeug. Und da sind alle diese Dinger raus, ne? Also die muss ich mal irgendwann farmen. Steht auch hier Beute-Weltkreaturen, vielleicht können die auch random von irgendwelchen Weltkreaturen droppen, ja. Das ist die Sache. Dann seht ihr hier, das sind scheiß viele Rezepte. Das sind aber alles Rezepte. Seht ihr, da braucht man immer diese Marken für. Jetzt wisst ihr auch, warum ich ein paar hundert Marken brauche, weil 5 Marken, 3 Marken, 3 Marken, 2 Marken, ne? Das sind halt sakrisch viele Sachen. Seht ihr das? Das kriegst du halt alles über Marken. Ich glaube, ein paar Sachen kriegst du noch woanders her. Ne, auch die Sachen? Ne, es ist alles über Marken, ne? Bis auf die 3 Sachen, ne? Das ist von Weltkreaturen in Cataclysm. Und die kannst du theoretisch auch im Auktionshaus kaufen. Zumindest, glaube ich, 2 von denen. Rezepte. Und dann auf Juve. sind halt jetzt nicht so günstig, würde ich mal behaupten, ne? Also ihr seht, da sind 2 Rezepte drin. Ist halt schon teuer. Und die kann man halt auch farmen, wie ich eben vorher bei dem Hexer gesagt hat, von diesem Cutter World Boss zu einer irgendwas richtig beschissenen Chance, ne? Also das hier ist auch eher ätzend. Dann Nordend, seht ihr, ist halt ähnlich viele Rezepte. Nicht ganz so viel wie in Cutter. Und hier ist es halt auch mit den anderen Marken, die ich am Farmen bin. Ich habe aber vor, die erst zu kaufen, wenn ich alle Marken zusammen habe. Dann mache ich mal so ein Video, wo ich dann die ganzen Rezepte mir hole. Und dann mal gucken wir mal. Ich glaube, hier in Nordend waren aber zwischenzeitlich ein paar dabei, die in irgendwelchen Dungeons droppen, tatsächlich. Ihr seht ja hier Ankhahet. Die droppen aber gut. Ich war mit einem anderen Char, der zufällig auch Juve hat, in den Instanzen unterwegs, weil ich irgendwas anderes gefarmt hatte. Und da sind die Rezepte relativ gut gedroppt. Also ich denke mal, die müssten gut gehen. Genau. Also das ist das Zeug. Warte mal, das können wir jetzt auch zumachen. Und dann ist quasi Scherbenwelt und Classic noch offen. In der Scherbenwelt, da brauche ich jetzt aus Nagran zum Beispiel diese, in Halla ist das, da braucht man diese Halla-Marken. Oder das ist irgendwo auch, das ist, glaube ich, auch von dem gleichen Typen in Nagran. Das kann ich mir einfach von einem Händler kaufen. Gut, das wäre easy machbar. Schattenmontal von irgendeinem Mob droppt es. Und hier ist Sunwell, deswegen war ich mit dem im Sunwell drin tatsächlich. Und dann ist halt das Schneiderrezept gedroppt und nicht die Juve-Ding. Das Problem ist, in Sunwell kann der Trash halt zu einer beschissen kleinen Chance alle möglichen Rezepte droppen. Und
Da kannst du Stunden verbringen. Ich habe damals mit meinem Main Schmiede- und Lederrezepte gefarmt. Also ich kann euch nicht sagen, wie lange ich da drin war und über Wochen habe ich das gefarmt. Und wir reden hier nicht von Stunden Farmzeit, sondern von Tagen Farmzeit, ne? Also wirklich, du gehst rein, pullst den Trash bis zum ersten Boss, gehst wieder raus, resettest, pullst den Trash zum ersten Boss. Das ist einfach insane, wie scheiße die Rezepte droppen. Also da redest du von Tagen. Und ich habe halt das eine Schneiderrezept noch und diese drei Juve-Rezepte. Ich glaube, bei Ding ist auch noch was bei Inji, aber Inji kannst du, glaube ich, alle im Auktionshaus kaufen tatsächlich, weil die Hälfte der Rezepte kann man kaufen, die sind nicht seelengebunden, die anderen Hälfte sind halt seelengebunden, das ist halt ein bisschen blöd. Genau, dann habe ich jetzt hier noch, super, wieder die Seher. Lass mich raten, ich bin bei den Aldor. Ich habe früher meine ganzen Ali-Chars, bin ich immer zu den Aldor gegangen, warum auch immer. Perfekt. Selbes Problem wieder, wunderbar. Aber ich glaube, Juve muss ich eh nochmal mit dem Hordenschar ran, also von dem her, ja. Könnte ich das anders lösen. Da habe ich jetzt noch ein Rezept, das kriege ich aus dem Nethersturm. Schattenmontal, irgendeinen Mob, Dampfkammer, Schergrad. Also das sind alles Sachen, die man einfach so easy farmen kann, ne? Die aus den Instanzen, die haben natürlich immer nicht so eine geile Dropchance, da muss man einfach ein bisschen durch, aber das dürfte eigentlich alles gehen. Und dann habe ich noch zwei Sachen aus Classic, da muss ich einfach in Schwarzfels tiefen und dafür in die Schwarzfelsspitze rein. Genau, das ist es eigentlich so, aber ihr seht, hier dadurch, dass ich diese ganzen Markensachen habe, sind es halt extrem viele Rezepte und da muss ich halt, klar, einiges kann ich jetzt noch so farmen, aber da werde ich jetzt bestimmt nochmal ein halbes Jahr weiter diese blöden Marken farmen können, ne? Also das wird noch ein bisschen dauern. Wir können jetzt mal aus Spaß an der Freude einmal reingucken. Bei Juve, seht ihr, da fehlen einfach noch 330 Rezepte, ne? Und die allermeisten werden halt tatsächlich über diese Marken sein, genau. Bei den anderen Sachen fehlt auch nochmal immer ein bisschen was, ne? Auch Schmiedekunst, wo ich ja vorhin gesagt habe, dass ich komplett fertig bin, fehlen halt Rezepte. Aber das ist halt, seht ihr, nur Horde, das ist halt alles Hordenrezepte, ne? Und selbiges ist zum Beispiel dann auch bei Lederer, ne? Das ist nur Horde-Ding und das hier sind dann halt auch nur Horde-Geschichten. Ja, ich werde mir demnächst vielleicht mal Horden-Chars noch machen und da die Rezepte holen. Genau. Gut, jetzt würde noch ein Beruf, oder es werden halt auch noch mehr, also hier Bergbau habe ich noch nichts gemacht, seht ihr, da habe ich nur 40%, aber da muss man eigentlich nur Zeug abbauen, das ist, kann vielleicht auch ein bisschen dauern, aber es sollte nicht so der Stress sein. Kirschner ist halt dasselbe, Kräuterkunde ist halt auch dasselbe und wo mir halt auch noch viel fehlt, was ich jetzt auch nicht gezeigt habe, ist hier Ingenieur, ne, da bin ich aber noch relativ, also da habe ich so die Rezepte, die man einmal schnell holen konnte, die habe ich mitgenommen, aber da fehlt mir noch sehr viel Stuff, weil da halt auch vor allem der Unterschied zwischen Goblin und Gnomen Inji ist und da brauche ich dann halt auch X-Chars, ne, ihr seht, Goblin Inji habe ich bis auf ein Rezept irgendwie alles, weil ich mit dem einen Char Goblin Inji bin und Gnomen habe ich halt noch gar nichts und da müsste ich gucken und normal Inji fehlen halt auch noch 100 irgendwas Sachen, ne, aber so langsam wird es mit den Rezepten und ja, mal gucken, wie ich jetzt demnächst ein bisschen weiter vorankomme. Gut, jetzt sind wir, Inji zeige ich euch jetzt nicht mehr, weil wie gesagt, da ist noch fast alles offen. Jetzt sind wir mit dem kleinen Collection-Update durch, das jetzt irgendwie so ein bisschen zu lang ging. Ich versuche es die nächsten Male wieder ein bisschen kürzer zu halten. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.